Pratishtha. Pratishtha heißt Festigkeit, es heißt Basis. Pratishtha heißt auch Grundlage. Pratishtha heißt auch Stabilität, Dauerhaftigkeit. Pratishtha heißt auch Haus, Residenz und Wohnung. Pratishtha, also ein Wort mit vielfacher Bedeutung. Pratishtha im Yoga-Kontext ist besonders wichtig in einer Prana-Pratishtha-Zeremonie. Das heißt, man macht eine Einweihung für eine bestimmte Murti. Murti heißt eine Götterfigur. Es gibt zum Beispiel Götterfiguren von Krishna, von Rama und so weiter. Und da gibt es eine sogenannte Prana-Pratishtha-Zeremonie. Das heißt, da wird Prana etabliert. Prana ist die Lebensenergie. Und Pratishtha, das heißt, es wird, die Murti nimmt ihre Wohnung und ihre Residenz dort. Wenn du zum Beispiel einen Altar hast und du bringst dort eine Götterfigur hin, dann kannst du eine Prana-Pratishtha-Zeremonie machen. Es gibt komplexere, du kannst aber auch einfacher machen. Du nimmst eine Murti und stellst sie auf den Altar. Du verneigst dich vor ihr, du machst ein Gebet und sagst, oh Gott, oh Göttin, möge deine Energie hier in dieser Murti wirken. Möge deine Energie, dein Prana in dieser Murti wirken. Mögest du lebendig werden in dieser Murti. Und mögest du deine Pratishtha, deine Wohnung nehmen in dieser Murti. Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Er wohnt im Innern aller Herzen. Aber er kann besonders angerufen werden in Murtis, in Götterfiguren. Und das Anrufen des Göttlichen in einer Götterfigur ist eben Prana Pratishtha. Gerade dann, wenn die Götterfigur dauerhaft an einem Ort steht und über diese Götterfigur Prana, Energie und Segen, Kripa ausstrahlen soll. Also Pratishtha gibt auch deinem Leben Stabilität. Pratishtha heißt ja auch Stabilität. Pratishtha ist auch der Wohnsitz. Pratishtha, also Stabilität, Festigkeit, Wohnsitz. Und eine Murti wird zum Pratishtha von Gott, wenn du Prana-Pratishtha-Zeremonie ausführst oder regelmäßig Gott in dieser Murti anrufst. Mehr über Murti, mehr über Gott, mehr über Pujas und auch die Prana-Pratishtha-Zeremonie findest du alles auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. In dieser Seite findest du ein Suchfeld und dort kannst du Prana eingeben oder Pratishtha oder Prana Pratishtha oder Murti und du bekommst so viele Informationen über diese wichtigen Aspekte von Bhakti-Yoga.